Viel Vergnügen mit Millennia, meine Damen und Herren. Weiter geht's hier. Deshalb drücke ich auch auf Weiter. Weil es weitergeht, wer hätte das gedacht? Ja, und das machen wir jetzt doch nicht. Und, also ich denke, wir holen uns nachher das hier unten. Siedlererinnerung ist drin. Und Memphis umwandeln zu einer neuen Stadt kommt gleich auch. In 9 Runden umwandeln. Und die Kulturkraft konnte in 11. Ja, das würde passen. Das würde passen. Dann können wir hier schon mal einen Außenposten runterschicken. Dann machen wir doch noch 2 Speerträger erstmal rein. 2 schnelle. Und machen schon mal den Außenposten hier vorne hin in der Ecke. Netter Trick, Rinkuano. Sehr netter Trick hier. 92 Punkte haben wir unten, Modernisierungspunkte. Zweiter Bürger ist in Amuns Amboss und arbeitet. Wir brauchen dringend mehr Nahrung. Und dafür könnten wir zum Beispiel, das ist der Steinmetz, einmal Nahrung hier vorne hinsetzen. Einen Bauernhof bauen, hätten wir 3 Nahrung, also statt 2, 3. Das lohnt sich ja sowas von gar nicht. Wir sollten dringend eigentlich den Kornspeicher bauen oder kaufen. Wenn wir den bauen würden, könnte man den mit 1000 Goldstücken beschleunigen. Wir könnten Geld in die Hand nehmen, um mit 180 Gold das Arbeiterlager zu beschleunigen, das auch in 2 Runden da ist. Das ist alles Quatsch. Wir können im Augenblick noch keine Waren schicken, von einer Stadt zur anderen. Das können wir demnächst machen. Das ist eine Besonderheit. Also die einzige Möglichkeit, wir kommen im Augenblick nicht nennenswert an Nahrung ran. Es geht nur über einen Bauernhof im Moment. Ja, da ist er. Ein Weizen. Nachher noch ein Weizen. Und dann müssen wir weiter gucken. Griechenland und Deutschland haben sogar eine Allianz. Eieiei. Allianz ist eine Voraussetzung dafür, dass man weiterführende Abkommen abschließen kann. Pakte, mit denen man Forschungspunkte generiert oder andere Sachen. Problem ist, die Diplomatie ist eine, wie drücke ich es möglichst fürnehm und unverständlich aus, dass die diplomatischen Beziehungen in der Welt der internationalen Verflechtungen und Ereignisse gestalten sich bei Millennia recht volatil. Also sehr flüchtig. Also wenn man gerade ein Bündnis mit einem hat, in kurzer Zeit kann es wieder aufgekündigt werden, weil die sagen, hey, du bist mit den falschen Leuten im Krieg oder ich habe es mir anders überlegt. Und es ist sehr schwierig, Allianzen dauerhaft mit jemandem zu führen. Echt schwierig. Oh Gott, wer ist denn hier alles im Krieg? Wahnsinn. Die Erinnerung kommt immer und immer wieder. Kann ich die wieder wegmachen? Die kann ich nicht löschen, die Erinnerung. Die kann ich nicht löschen. Das gibt's doch nicht. Heftig. Damit kann man die Integration beschleunigen um 5 Punkte. Falls wir sagen wollen, wir wollen Memphis schneller umwandeln, dann könnten wir einmal 20 Diplomatiepunkte ausgeben. Normalerweise ist das Quatsch, weil man die Diplomatiepunkte dringend braucht, um Gesandte zu rekrutieren. Aber in dieser Spiel, wir könnten auch einen Gesandten rekrutieren nachher und könnten den rüberschicken, versuchen, bei den Indern uns einzuschleimen. Das wäre eine Option. Gott, sind die stark. Das sind diese weiterführenden Abkommen hier. Boah, sind die stark. Sollen wir Memphis beschleunigen? Wir beschleunigen mal Memphis. Wir geben mal Diplomatiepunkte dafür aus, dass es hier etwas fixer geht. Und dann lohnt es sich auch schon, den Außenposten, den Pionier hier zu erstellen. Vorne ist er entstanden und er soll hier vorne hinziehen, bitte.
immer begleiten, damit es keinen Ärger gibt. Das sollte reichen. Und eine Runde weiter und hier vorne in Bolopolis entstehen die späten Speerkämpfer. Und dann können wir auch einen Armbrustschützer mal machen hier zwischendurch. Und eine Runde war. Achso, und hier an Amuns Amboss in 5 Runden der nächste Bürger und in Bolopolis in deren 6. Es gibt die ersten Nahrungsprobleme hier. Die könnten wir lüften, indem wir den Thunfisch hier holen und das erste Mal eine Meeresressource anschließen. Sollen wir das machen? Wir haben einen Bürger, der im Wald arbeitet. Das machen, komm, das machen wir mal. Oder, genau, das machen wir. Oder wenn man es, ja, weil wir haben auch kaum noch Landfelder, die man anschließen kann. Wir könnten hier anfangen, Plantagen zu machen, um Geld zu generieren oder irgendwas. Aber wir holen mal den Thunfisch hier. Der lohnt sich echt. 5 Nahrung hier. Wird auch sofort bewirtschaftet. Klasse. Und weiter bitte. Hallo Bender. Bender ist der Meinung, dank WB kann ich es kaum erwarten, dass es rauskommt, das Spiel. Das heißt, egal wie viel ich am Spiel rumkritisiere und auf seine Schwächen hinweise, trotzdem ist meine Begeisterung ansteckend. Kann das sein? Liebe Leute, mal kurz Feedback aus dem Chat. Wer von euch ist der Meinung? Wer von euch bekommt mit, dass ich das Spiel kritisiere? Und wer von euch sagt, WB kann mich nicht abschrecken? Also habt ihr das Gefühl, ihr werdet trotz WB oder wegen WB steigt euer Interesse am Spiel oder steigt es gar nicht oder WB, der Drogendealer? WB, du kannst mich nicht abschrecken. Beides, beides, alles, alles. Wie das dir oder Rincorano, eine von euch beiden, eine Abstimmung? Vielleicht Rincorano, weil bei Rincorano habe ich noch was gut, weil ich Rincorano eben gequält habe mit dem Namensvorschlag. Lieber Rincorano, magst du mal eine Abstimmung machen? Denk dir irgendwas aus. Du hast doch ein bisschen Fantasie. Irgendeine Abstimmung, die mich möglichst wenig ärgert und die diese Wirkung auf die Zuschauerschaft erkundet. Bitte mal machen. Ich bin am Handy. Ja und? Ich bin am Handy. Ja und? Ich habe 2 Hände. Tauschen wir jetzt Infos aus über unsere Hände? Natürlich bist du am Handy. Wo sollst du sonst dran hängen? Der Mensch hängt an der Hand und nicht am Fuß. Also das ist ja, ich weiß nicht, worauf sie hinaus wollen, liebes Rincorano hier. Ach so, da gehen keine Abstimmungen. Sag das doch gleich. Bis man dich mal versteht. Ja, dann doch wieder sind dir, bitte. Madwerk, es gibt kein Spiel, was du 5-mal streamst und wir nicht kaufen. Krass. Einmal hier rein. Sehr aufregend. Eine Runde weiter, bitte. Sieben Runden, noch ein Siedler. Aber wo schicken wir den Siedler hin? Hier eine Stadt, da eine Stadt. Ist überhaupt noch Platz für eine 4. Wir könnten alle anderen provozieren und eine Stadt hier reinquetschen, in die Mitte. Hier würde dann von allen Seiten potenziell angegriffen werden. Sollen wir... Stichwort, kein WB-Stream ohne praktizierten Größenwahn. Red Scavenger, danke für 47. Vielen Dank für den sehr freundlichen Kommentar und den sehr persönlichen. Vielen Dank an dich. Liebe Grüße an dich, danke dir. Vandero, danke für 6. Hallo zurück und nochmal danke an Red Scavenger. Was würdet ihr sagen? Sollen wir hier noch eine Stadt reinrotzen, mitten in den Wald, eine 4.? Weil so langsam denken, wir wurden schon lange nicht mehr angegriffen. Amuns Amboss so. Eine Umfrage läuft. Was machen wir mit WBs Infos? Es zwingt uns zum Kauf. Wir wollen auch spielen. Wir werden abgeschreckt. Nichts macht es mit mir. Ich kaufe es trotzdem. 4 Alternativen oben in der Abstimmung im Twitch-Chat.
Also wir können das machen und dann müssen wir eine dicke Armee dort oben hinschicken. Komm, wir machen das. Wir setzen, schicken noch eine Armee oben hin. Aber dann eine mit Scout, ne? Haben wir noch einen Scout irgendwo? Ja, wir haben einen Scout im Wasser. An der falschesten Stelle. Doof. Eine Runde weiter. Hier wollen hin. Da vorne soll ein Außenposten hin, damit wir die coolste Außenposten von Welt ist das nicht, ne? Weil zwei Berge daneben. Aber man kommt schneller Richtung Osten. Haben wir schon die Möglichkeit, Geländefelder zu kaufen? Haben wir noch nicht. Das ist eine Sache, die kommt durch irgendwas, wird die freigeschaltet. Wurde die Eigenschaft Geländefelder zu kaufen freigeschaltet durch eine Forschung, die wir noch nicht haben, wie Beamte zum Beispiel? Ja. Abstimmung beendet. Wir wollen auch spielen. 79%. Okay. Heftig. Territorium beanspruchen. Damit, ja, sollten wir das zwischendurch doch auch erforschen, ne? Können wir ziehen die Beamten vor. Da könnten wir nämlich das Geländefeld kaufen und könnten den Außenposten hier hinsetzen. Das kaufen, hier den Außenposten dann hinzu. Das wäre eine Option. Mit derselben Begründung könnten wir auch sagen, wir kaufen das Feld dazu und setzen den Außenposten hier hin. Auch zwei Berge daneben. Wir ziehen auf jeden Fall diese Forschung einmal durch. Amuns Amboss hat ein Gebäude fertiggestellt. Es handelt sich um das Arbeiterlager. Zwei Produktionspunkte mehr in der Stadt. Ein Wissenspunkt mehr, ja. Und das ist der zweite Bürger und hier vorne haben wir deren 12. Können wir noch einem Bürger eine bessere Beschäftigung geben? Im Augenblick keiner. Alle haben sinnvolle Dinge zu tun. Wir könnten, wenn wir genug Felder hätten, sagen, wir bauen irgendwo eine Müllkippe hin oder ein Haus. Weil beide geben Hygiene bzw. Wohnraum, auch ohne, dass die bewirtschaftet werden. Hier oben könnte man zum Beispiel so ein Teil hinsetzen. Ja, das könnten wir machen. Wir könnten hier vorne eine Müllkippe zum Beispiel hinsetzen. Müllgrube. 4 Hygiene mehr. 2 Hygiene braucht jeder Bürger im Augenblick. Ab dem 11. Bürger. Die Behausung würde 5 Wohnraum geben. Die Gemeinschaftsunterkünfte 15 Wohnraum. Dann könnten wir im Anschluss hier unten das hier abreißen. Die Behausung und stattdessen das hier hinsetzen. Würden ein bisschen Unruhe pro Runde erzeugen. Oh, ordentlich Unruhe erzeugen mittlerweile. Ja, wir machen hier als nächstes mal eine Stadtwache hin. Das machen wir noch zu Ende und dann geht es mit der Stadtwache weiter, weil die gibt plus 8 Unruhen Unterdrückung. Und dann machen wir diese Sache, wo bei der wir uns eben nicht sicher waren. Eine Runde weiter. Wir würden Geld bekommen, wenn wir einen Arbeiter reinsetzen, bin ich vermutlich, klingt es etwas absurd, aber zu geizig für. Sunny Stars, Ray, danke für 6. Abo, halbes Jahr dabei, liebe Grüße, danke dir. Ja, wir haben ja auch keine Garnison drin. Jetzt gibt es wieder minus 2,5 pro Runde, in einer Runde kommt die Stadtwache. Einen Außenposten hier hin. Nächste Runde.
Ah, das ist Tiefsee. Hier kommen wir nicht weiter. Krass. Das heißt, wir müssen hier gleich an Land gehen. Schon wieder die Bestattungsriten. Spiel macht mich fertig. Wir wollen erst die Städte ausdehnen. Warum kann man die Erinnerung nicht wieder wegnehmen? Wir könnten die Ingenieurspunkte. Ja, das brauchen wir alles gerade nicht. Wir können die auch investieren für Stadt erweitern. Das machen wir sowieso, um das Level einer Stadt zu erhöhen. Das wird uns mehr Geld einbringen. Wir haben Augenblick minus 2. Wir können hier das Level auf plus 2 bringen oder das auf plus 2 bringen. Daneben steht ein Jagdlager. Eventuell würden die dann mehr Nahrung geben. Und dann könnten wir, die Stadt hat schon Level 2. Stimmt, hatte ich vergessen. Wenn man einen Pionier, einen Außenposten integriert, dann ist die Stadt, startet die Stadt sofort auf Level 2. Wir bekommen etwas Geld dadurch von jeder Modernisierung in der Nähe. Und Bauernstadt. Jeder Bauernhof daneben gibt etwas mehr Nahrung. Wir haben einen daneben, der nicht bewirtschaftet wird. Holzfällerstadt hilft gar nicht. Bergbaustadt hilft hier auch nicht. Küstenstadt auch nicht. Gehen wir mal auf Bauernstadt, damit es überhaupt was bringt. Dafür müssen wir aber hier oben. Ist er nicht bewirtschaftet? Hier steht, er sei bewirtschaftet. Aber hier ist kein Punkt drin. Wo ist gerade mein Denkfehler? Da arbeitet ein Bürger drin. Bauernhof. Hier wird angezeigt, da arbeitet ein Bürger drin. Zwei Weizen wird produziert. Und dann müsste das eigentlich gelb gehighlightet sein. Ob da schon eine. Ach, da ist noch keine Farm. Ich verwechsel das mit der Farm hier unten. Danke. Dann setzen wir hier mal eine Farm hin. Und jetzt setzen wir einen weg und einen wieder hin. Und dann müsste der eigentlich an der richtigen Stelle gespawnt sein. Nein. Kann man den manuell zuweisen? Ach, das gibt's doch. Jetzt kann ich den. Jetzt ist der auf dem falschen. Das ist nur Level 1. Da kann man die Spezialisierung nicht ändern. Warum wird er nicht denn automatisch da oben hinzugewiesen jetzt? Vielleicht nach dem Rundenwechsel. Daumen drücken. Vielleicht passiert das nach dem Rundenwechsel. Wir machen mal eine Runde weiter. Habe ich keine Farm gebaut? Doch. Ach so, alles klar. Arbeitet da immer noch nicht, Bauernhof. Der arbeitet auf dem falschen Bauernhof. Da oben gibt es extra Geld und extra Nahrung. Der könnte mal testweise sagen, wir schicken da mal zwei rein. Wir nehmen mal einen hier raus, einen hier rein. So, bam, 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 machen irgendwelche Aktionen, gehen wir da rein und ziehen dann wieder einen ab. Wir lassen das so. Weil die Fischerboote können eigentlich nicht mehr bringen. Hier müsste eigentlich jetzt extra Nahrung entstehen. Und die Nahrung, normalerweise zwei Weizen, also sechs Nahrung, und die Nahrung müsste hier drauf entstehen. Da steht plus zwei Nahrung. Entsteht auch. Ah, das Spiel erfasst das bei der Verwaltung nicht, weil die Nahrung, die extra Nahrung, nicht auf dem Bauernhof entsteht, sondern auf der Stadt. Und deshalb gehen die damit uncool um. Okay, alles klar. Bullopolis, wir bauen eine Stadtwache. Ja, jetzt Unruhe geht wieder ein bisschen runter. Wir gönnen uns eine zweite Stadtwache, aber können jetzt schon hingehen. Das hier unten entfernen, den Wohnraum. Rückerstattung ein Viertel. Jetzt bauen wir hier drauf das Coolere, nämlich die Gemeinschaftsunterkünfte. Bekommen 4 Unruhe, allerdings auch statt 5 Wohnraum 15. Und würde hier jemand arbeiten, würde er noch Geld bekommen. Und jetzt haben wir das Wohnraumbedürfnis um 200% erzeugt hier. Ob der Fisch mehr bringt als das Fleisch vom Jagdlager? Auf jeden Fall. Sehr guter Hinweis im Chat. Das machen wir. Danke dir. Sehr gut. Kommentar kam rein von Hogger. Danke dir.
Und jetzt wollten wir, da wollten wir einen Außenposten hinsetzen. Der Pionier wandelt sich in Außenposten um, aber nachher kann man das auch wieder zurückmachen. Hier entsteht automatisch eine Grenze, eine Straße. Da kann ich nicht an Land gehen. Warum kann ich da nicht an Land gehen? Ach so, hier rüber, weil das Fog of War ist. Transporter entladen. Ja, jetzt geht's ja doch. Immer und immer wieder die Erinnerung hier. Krass. Wir könnten noch ein Jagdlager abreißen. Das wäre eine Möglichkeit, in der Tat. Und noch ein Steinmetz errichten, mein Snake Lord, weil wir. Ja, dann müssten wir erstmal mehr Kalkstein noch haben. Wir könnten aber anfangen, Weizen umzuwandeln in der Mühle in Mehl. Oder wir könnten noch ein Lehm umwandeln in noch einen Steinblock. Und würden dadurch noch mehr Produktion und Einfluss generieren. Das können wir machen. Wenn ich das Jagdlager wegnehme, haben wir auch in der nächsten Runde einen Bürger. Und hier unten ist ein Jagdlager. Das entfernen wir einmal. Und ein Steinmetz wollten. Nee, wir wollten, was wollten wir hinsetzen? Einen einmal Lehm umwandeln in Steinblock. Das war's. Moment mal. Baukosten für Steinmetze halbiert, Baukosten für Steinbrüche halbiert. Und das hier ist ein Steinmetz, ne? Ein Steinmetz. Lohnt sich das dafür, die Ingenieurspunkte auszugeben? Ich denke ja. Wir haben doch im Augenblick relativ viele. Machen wir, ne? Infos zum Spiel bitte nochmal im Chat posten und oben auch anpinnen. Wir werden immer wieder gefragt von Noxrox, wo man das Spiel kaufen kann. Kaufen ja, zocken noch nicht. Das Spiel erscheint am 26. März. Link aufs Spiel wird ja gleich auf Twitch gepostet, auf YouTube direkt hier drunter.